Sonnige Zeiten für eine höhere Durchimpfungsrate. Heute startete der Corona-Impfbus vor dem Schloss Mirabell seine Tour durch ganz Salzburg. Der Impfbus ist eine Möglichkeit für alle, die sich impfen lassen wollen, ohne sich anmelden zu müssen, einfach zum Bus zu kommen. Wir sind ab heute unterwegs im ganzen Land, sind bei Veranstaltungen dabei. Hoffentlich kommen möglichst viele Menschen, die sich jetzt impfen lassen. Wir wissen, dass dieser Impfbus in Südtirol extrem gut ankommt. Da gibt es einen fixen Fahrplan, nachdem die Gemeinden angefahren werden. Und wir haben jetzt schon die ersten 30 Gemeinden, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, bitte schickt uns diesen Impfbus. Wir wollen, dass die Durchimpfungsrate in unserer Gemeinde steigt und dass sich mehr Personen impfen lassen. Und wir unterstützen das auch. Und darum sehen wir das wirklich als gute Gelegenheit, dieses Ziel des Landes mit 70% Durchimpfungsrate zu erreichen. Wir hoffen vor allem, dass man die Jugendlichen anspricht. Jeder Erststich zählt, egal ob genesen oder nicht genesen. Und je mehr man unter die breite Masse diese Information bekommt, desto besser. Und darum ist der Impfbus wirklich eine ganz gute Begleitung zu den bereits bestehenden Impfungen im Bereich der Niedergelassenen bzw. in den Impfstraßen. Wir haben ein sehr flexibles System gemeinsam mit den Impfstraßen, mit den niedergelassenen Ärzten. Und der Impfbus macht uns jetzt noch flexibler durch das Mobile und damit wir wirklich mit der Impfung zum Menschen kommen.